Pressekonferenz nach dem Spiel unserer U23 gegen den SV Waldhof Mannheim. Grüßt die beiden Trainer auf dem Podium und der Gästetrainer hat wie immer das erste Wort, Herr Traves, Ihr Kommentar zum Spiel. Ja, gut, ich denke, wir haben sehr gut begonnen. Wichtig war natürlich irgendwann, dass du natürlich gegen so eine zweite Mannschaft, die auch mit Fünferkette heute aufgelaufen ist, dass du da einen Dosenöffner findest. Das haben wir natürlich relativ schnell gefunden. Das war natürlich sehr positiv für uns. Dadurch waren wir natürlich immer das Tor irgendwo vorne dran und konnten dann auch unser Spiel aufziehen. Erste Halbzeit konnten wir uns noch nicht so viele Chancen rausspielen. Zweite Halbzeit wurde das dann immer mehr. Und hinten raus musste eigentlich noch den einen oder anderen Finalpass geben. Das hat mich ein bisschen geärgert. Da haben wir zu schnell in die Spitze gespielt. Da hätten wir einfach den einen oder anderen Pass mehr spielen müssen. Aber insgesamt natürlich eine gute Leistung von meiner Mannschaft. Ich bin natürlich happy, dass wir heute hier 3-0 gewonnen haben. Das war's im Grunde. Dankeschön. Bartosz, dein Kommentar zum Spiel. Ja, relativ schnell. Das ist, glaube ich, erste Halbzeit genau das richtige Schlagwort. Also die erste Viertelstunde waren wir relativ gut im Spiel, haben ganz gut verteidigt, die Räume gut eng gemacht, haben also auch aktiv nach vorne verteidigt. Durch das Gegentor ist halt in unserer Situation momentan, das ist so der Genickbruch gewesen, finde ich, in der ersten Halbzeit, muss man einfach sagen, dann haben wir komplett den Faden verloren, also nach vorne einfachste Ballverluste gehabt, teilweise dann auch die Verantwortung abgegeben, indem wir sehr schnell auf lange Bälle umgestellt haben, was eigentlich gar nicht der Plan war, aber das ist dann so eine Phase, wo du, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit dann hast, du den Ball erstmal weit vom eigenen Tor, da sind wir auf zweite Bälle gegangen, was eigentlich gar nicht unser Spiel ist, gar nicht unserem Spiel entspricht, gar nicht der Plan war und haben dementsprechend dann natürlich immer tiefer verteidigen müssen, was auch nicht so beabsichtigt war. Ja, kommen dann in die zweite Halbzeit rein, nehmen uns natürlich da Dinge vor, dann kriegst du relativ schnell noch einen Paukenschlag, indem du das zweite Tor halt draufkriegst und dann verlieren wir eigentlich teilweise komplett die Ordnung, zerbrechen fast in Einzelteile, muss man sagen, das darf uns eigentlich in so einer Phase halt dann auch nicht passieren. Aber da merkt man dann einfach, wenn du gegen eine routinierte Mannschaft spielst, die mit Sicherheit zu Recht auch da oben steht, dass das heute einfach aktuell auch eine Nummer zu hoch für uns war. Also das darf uns so in dieser Form halt einfach nicht passieren, dass wir da komplett den Faden verlieren, in Einzelteil teilweise zerbrechen. Da merkt man dann halt einfach, dass uns da die zwei, drei Säulen aktuell in der Mannschaft halt fehlen bei der jungen Truppe, die Jungs dann halt einfach an die Hand nehmen, die dann das Ganze mit dirigieren, eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, vielleicht auch mal Lautsprecher sind. Also das muss man einfach sagen. Ohne diese zwei, drei Säulen, wenn wir die halt nicht auf dem Platz haben gegen eine sehr erfahrene Mannschaft, dann haben wir aktuell einfach auch ein großes Problem in der aktuellen Situation. Das ist halt Fakt. Und dementsprechend müssen wir da dann auch jetzt mal die Köpfe zusammentun und gucken, wie wir da jetzt auch weiter vorgehen, weil so in der aktuellen Situation wird es natürlich da enorm schwer, auch da rauszukommen. Aber insgesamt, denke ich, wurde halt alles gesagt, 3-0. Phasenweise habe ich gedacht, da sind wir jetzt dann ganz gut bedient mit, da müssen wir jetzt eigentlich zumachen, wieder Ordnung finden, damit wir dann nicht noch das nächste kassieren. Dementsprechend geht das Ergebnis in Ordnung, auch in der Höhe in Ordnung. Glückwunsch an Mannheim, die da mit Sicherheit auch zurecht oben stehen. Danke, Bartosz. Gibt es direkte Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann danke für die Aufmerksamkeit und noch ein schönes Wochenende. Danke.